Ich bin Chanjo Yun und ich bin nicht Schauspieler, sondern Rechtsanwalt. Und ich habe einmal wieder Facebook verklagt, weil ich davon überzeugt bin, dass Facebook sich an die Regeln des Grundgesetzes halten soll und nicht nur an seine eigenen Gemeinschaftsstandards und AGBs. Das Grundgesetz sieht nämlich vor, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir Menschen schützen vor Verleumdungen, Beleidigungen, Bedrohungen, insbesondere vor falschen, untergeschobenen Zitaten oder das, was wir in den letzten Tagen viel sehen, montierten Nacktdarstellungen. Und dafür ist es notwendig, dass wir einen wirksamen Schutz haben. Denn bisher war es so, wenn man ein rechtswidriges Bild oder Meme gefunden hat, dann konnte man das an genau dieser einen Stelle melden und es wurde dann auch nur an dieser einen Stelle entfernt. Es war aber in Wirklichkeit schon zigtausendfach verbreitet, weil es immer wieder neu hochgeladen, gespeichert und neu hochgeladen wurde, sodass es im Grunde genommen nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Eine wirksame Veränderung trat damit nicht ein. Und Facebook hatte sich bisher geweigert, diese Bilder an anderer Stelle zu entfernen, sondern immer nur auf die jeweilige URL sich bezogen. Deswegen haben wir jetzt Klage erhoben, denn es wäre sonst eine Lebensaufgabe, wie unsere Mandantin Renate Künast an der Stelle sagt, wollte man diese Bilder überall aufspüren. Vor einigen Jahren hatte Facebook noch gesagt, man bräuchte eine Wundermaschine, um das überall zu finden. Es gäbe ja so viele Milliarden von Usern und die haben nochmal mehrere Milliarden an Beiträgen, die man überprüfen müsste. Diese Wundermaschine gibt es schon längst. Natürlich ist Facebook in der Lage, ein identisches oder sogar ein ähnliches Bild zu entfernen. Aber wir haben von Facebook verlangt, dass sie nicht wahllos alles, was so aussieht wie dieses Bild, entfernen, denn das würde zu Overblocking führen. Der Anspruch eines Betroffenen ist nicht nur auf Entfernung gerichtet, sondern auch darauf, dass die richtigen Inhalte entfernt werden, die rechtswidrigen Inhalte, wohingegen Artikel, die sich beispielsweise mit der Falschnachricht auseinandersetzen, stehen bleiben müssen. Und das ergibt sich wiederum auch aus der Menschenwürde, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sodass also die tatsächlich rechtswidrigen Inhalte entfernt werden müssen. Und da kann man fragen, wie soll das funktionieren? Durch Maschinen? Ja, natürlich nicht durch Maschinen. Die können zwar zuerst finden, was verdächtig ist, aber die Entscheidung muss am Schluss ein Mensch treffen. Ja, das ist aufwendig, aber das ist der Preis, den man dafür aufbringen muss, dass man ein großes soziales Netzwerk betreibt. Insofern ist das etwas, was für Facebook zumutbar ist, für andere Netzwerke vielleicht nicht im gleichen Umfang oder mit anderen Regeln. Das wollen wir herausfinden. Deswegen haben wir Klage für Renate Künast gegen Facebook eingereicht vor dem Landgericht Frankfurt.